Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute müssen wir uns darum kümmern, dass die markierten Haltestellen Level 5 erreichen. Wir nehmen einfach mal die Gürtellinie. Und wir fahren die Gürtellinie dementsprechend mit dem Urban Way. Meter. Nehmen wir den mit 18 Meter? Ja, wir können den mit 18 Meter nehmen. Und wir fahren nicht im Loop-Modus, wir fahren die ausgewählte Strecke nochmal in umgekehrter Richtung. Einfach weil wir dadurch halt mehr fahren. Die Haltestellen, die wir befahren jetzt, höchstwahrscheinlich auch noch mal ordentlich pushen können. Und die auch ein gutes Level erreichen. Ja, jetzt haben wir nachts, okay. Dann sperren wir mal die Tür. Mal gucken, ob das jetzt immer noch so verbuggt ist hiermit. Ja, ist immer noch so verbuggt. Ist dann halt so, wie es ist. So, wir nehmen die Fahrgastbeleuchtung. Es ist einfach normal so hell, ich bin jetzt gerade verwirrt. Scheinbar ist es normal. Ja gut, dann komischerweise funktioniert das jetzt mit der Einstellung, mit dem Setting. Dann Licht an, starten den Motor, wir schließen die Türen, wir machen den Tempomat an, nehmen die Parkbremse raus und fahren los. Wenn wir den Gang drin hätten, zur ersten Haltestelle. Ich bin nebenbei am Hochladen. Müssen wir vielleicht gleich nochmal kurz, nachdem wir an der ersten Haltestelle sind, nochmal gucken, ob wir da. Das Problem ist, es dauert halt noch 17 Minuten, ob wir da nicht vielleicht noch ein bisschen was hinbekommen, dass das nicht so ganz tierisch am Laggen ist. Ich wüsste aber gerade nicht, was. Okay, das können wir noch schließen. Ansonsten. Zeit, die beginnt ja erst, nachdem wir wenn wir losgefahren sind oder losfuhren. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Bitte, ich guck mal kurz nach, ob wir hier vielleicht noch was schließen können. Nee, nicht wirklich. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner. Wo hab ich denn? Sind hier nicht drei Leute eingestiegen? Hier, bitte. Aber nicht. Na gut, dann machen wir mal das Beste draus. Wie gesagt, in 17 Minuten wäre das Ganze dann durch, sprich auf der Rücktour so gesehen. Möchte ein Foto von meiner Katze zeigen? Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Endlich heißt es Radovanovic-Brücke. Endlich!
Endlich wurde der Name der Dings, der Haltestelle mal richtig ausgesprochen. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Ich will eigentlich niemand raus, also von daher warten wir einfach drauf, dass wir hier weiterfahren können. Und dann bauen wir mal weiter. Oh. Nicht allzu früh losfahren. Sieh dir das an. Ist das nicht? Nächster Halt, Flusspromenade. Das ist schön, dass es endlich mal richtig ausgesprochen wurde. Wieder lustig werden zu schneiden. Und Windows, jetzt hört auf mit diesem Rotz hier. Meine Güte. Jedes Mal aufs Neue. Ach Mensch, guck mal, da ist jemand gerade am hier Dingens, ne? Am Spielen und das Ganze aufnehmen. Mensch, da können wir doch mal vielleicht ganz zufällig aus Versehen. Absolut pünktlich. Danke. Schauen, ob nicht irgendwelche Viren hier so rumfliegen. Meine Güte. Oh, dass man den wieder nicht sieht. Sind alle eingestiegen. Zur Arbeitergasse und einer roten Ampel stehen. Nächster Halt, Arbeitergasse. Gut, dass wir sowieso stehen. Konnten wir die Dame auch noch mal rauslassen. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Jetzt müssen wir mal wieder Zeit rausholen. Die Beste wieder verloren haben. Ich brauche die Rampe, bitte. Ja, ich versuche es hier geleckt anzuhalten. Oh ne. Eine Fahrkarte, bitte. Fahrkartetag, Standard drucken. Danke. Bitteschön. Ich vermute, so die letzte, also nach dem Mittel der Aufnahme so gesehen, dementsprechend in 7 Minuten, das vielleicht ein bisschen weniger laggen. Hoffe ich mal. Vielleicht reicht es sogar schon, dass der Upload dann zu Ende ist. Dabei ist das nur eine Auslastung von der RAM von 91%. Also eigentlich kann dementsprechend halt auch am Spiel selbst liegen. Ne? Das wäre natürlich noch belastender. Ach verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Amber Tor kriegen wir hin.
Ach Mist, ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Dann wollen wir mal dort halten. Hoffentlich ging die Ampel noch. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Nächster Halt, Ambertor. Wir sind nicht gezählt mit dem Blinken, das ist natürlich wieder sehr schön. Tschüss. Tschüss. Boah, ist so kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Wieder, ja, wenigstens ist der Bus beheizt. Dass wir es gar nicht beheizen müssen. Nächster Halt. Kann man überhaupt die Heizung einstellen? Müssen wir wieder ordentlich pünktlich da sein, damit wir mal wieder durchgehen können und gucken, ob wir noch ein paar Schwarzfahrer dabei haben. Das können wir, glaube ich, jetzt gleich nach dem Rathaus machen. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Will niemand aussteigen? Oh nein, ich hab sie vergessen. Hier. Das ist natürlich belastend. Oh, Augenblicke. Da. Hier, bitte. Klar. Denn, oh, ich sehe, nee, Moment, okay, mittlerweile, jetzt, das, okay, der Upload ist scheinbar noch nicht zu Ende, aber die RAM-Auslastung ist um 10% gesunken. Perfekt. Dann ab zum Ambertor. Nächster Halt, Ambertor. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Danke fürs Vorlassen. Hallo, kommt doch Schub. Ich belasse, dass ich gar nicht wirklich sehen kann, wie weit wir jetzt hinten drüber sind. Deswegen muss ich einfach mal ein bisschen mehr ausholen. Ist halt im Dunkeln so schwer zu erkennen. Aber wir fahren halt hier auch echt durch so ein stark besiedeltes Gebiet. Da ist es halt nochmal deutlich mehr am Lecken. Scheiße. Bitte nicht fahren. Kein Randschirm berührt, sehr schön. Nächster Halt, Ambertor. Sehr pünktlich, danke. Oh, wunderbar, auch wieder Abschluss auch durch. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Dann können wir jetzt ja gleich nochmal ganz gemütlich hier durchgehen, nochmal die Tickets überprüfen. Danke. Dann können wir sogar diesmal wieder ein bisschen warten. Das ist ja auch mal wieder was Neues. Nehmen wir mal den Müll schon mal mit. Hier. Dankeschön. Hier. Danke, das Ticket haben wir schon, wissen wir ja. Dann warten wir mal, bis wir weiter dürfen. Dann wollen wir mal weiter. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ich kann mich beim besten Willen halt nicht mehr daran erinnern, dass es halt auch hier bei der Gürtellinie so geleckt hat.
dachte, das wäre bei der Ringlinie gewesen. Oh. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Na, pünktlich. Puh, das war knapp. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Schön. Alle drin, alle drin. Das nochmal durchzuflitzen macht keinen Sinn. Vorne ist ein Kollege von uns. Oder ein Angestellter, besser gesagt. War so klar. Kriegen wir die Ampel noch? Wir hätten bremsen können, aber es hat gereicht. Boah, das ist aber echt richtig laggy heute mal wieder. 17 Frames pro Sekunde, das kannst du, oh, 15 mittlerweile sogar, das kannst du doch keinem erzählen. Also schön ist anders, das steht schon mal fest. Aber da können wir halt wenig für, ne? Nächster Halt, Arbeitergasse. Genau, pünktlich. Jawohl. Wollen noch welche aussteigen? Hast du die letzte Folge? Nein, nichts spoilern. Nehmen wir die Ampel noch. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Bitte schön. Willst du eine Fahrkarte haben? Eine Tagesfahrkarte für Studenten. Danke. Bitte schön. Können wir wieder nicht durchlatschen. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Boah, das ist so schön, wenn der... Wenn die Ansage stimmt. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Hier können wir vielleicht auch nochmal durchlatschen und gucken, ob wir alle dabei sind mit dem Ticket und so. Ja. Wo hab ich denn? Hier. Na klar, hier, bitte. Hier. Da. Hier, bitte. Haben Sie ja nochmal Glück gehabt, ne? Dann ab zur Siegestraße. Nächster Halt, Siegesstraße. Endstation. Bitte oh, alle aussteigen. Endstation, jetzt schon? Wir sind noch erstmal 23 Uhr, 22 Minuten dabei. Das ist ja interessant. Ich habe mit einer Stunde gerechnet, aber mit 40 Minuten. Nächster Halt, Siegesstraße. Station. Bitte alle aussteigen.
Für den Spruch steigst du jetzt aus. Tschüss. Tschüss. Fahren selbstverständlich noch zum Depot zurück. Und hier wieder ganz rüber. Könnt ihr mal fahren? Wenigstens noch die Kreuzung rauf. Ich bin aber gleich gespannt, was die Auswertung sagt. Tür auf, Motor aus, steigen aus und kassieren. Wieder keine perfekte Tour, das ist wieder belastend. Okay, Siegerstraße ist auf Level 5 hoch, Rathaus ist auch auf Level 5 hoch, perfekt. 408.000 haben wir dazu bekommen. Schauen wir mal, ob die anderen Haltestellen. Sind noch auf Level 3. Sprich, beim nächsten Mal fahren wir hier. Durch die. Oder fahren wir die Ringlinie. Und danach haben wir auch diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ne? Hier, ne? Bis zum nächsten Mal bei Bus 18 oder in einem Video hier auf dem Kanal.